Auf der Aufsichtsratssitzung von ThyssenKrupp in Essen geht es heute um die Zukunft des Stahls in Duisburg. Es kam zu Protesten der Beschäftigten. Konzernchef Miguel López wurde mit Schmähschriften und Transparenten empfangen, die seinen Rücktritt forderten. Die IG Metall und der Betriebsrat sehen 10.000 Arbeitsplätze in Gefahr, aufgrund der Entscheidungen von Vorstandschef Miguel López. Es wird erwartet, dass sich die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat insbesondere mit seiner Rolle befassen werden. Die Gewerkschaft forderte vor Beginn der Sitzung die Anteilseignerseite auf, zur ThyssenKrupp-Kultur des gegenseitigen Respekts zurückzukehren. Wirtschaftsministerien und IG Metall streiten über staatliche Vertreter im Aufsichtsrat von ThyssenKrupp Steel. Das Bundeswirtschaftsministerium hält die Besetzung offener Aufsichtsratsposten aktuell nicht für zentral. Die IG Metall fordert hingegen Einfluss der Bundes- und NRW-Landesregierung auf das Management von ThyssenKrupp Steel. Aber auch NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer lehnt ein Aufsichtsratsmandat für die Landesregierung ab. Streit über Finanzbedarf der Stahlsparte schwelt weiter, begleitet von Protestaktionen der Beschäftigten. Der Bücherzirkus Duisburg zieht vorläufig in das ehemalige Galeria-Gebäude an der Düsseldorfer Straße in der Innenstadt. Das Angebot umfasst zehntausende Buchtitel aus Restposten renommierter Verlage. Mehr als 1 Million Bücher zum Sonderpreis werden angeboten. Die Eröffnung ist für Freitag, den 20. September um 10 Uhr vorgesehen. Voraussichtlich 6 Monate soll der Bücherzirkus bleiben. 3 Stockwerke des Gebäudes wurden angemietet, um das Angebot bei gutem Verlauf zu erweitern. Geöffnet ist der Bücherzirkus montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr. Das Parkhaus am Gebäude ist wieder rund um die Uhr zugänglich. Die Stadt Duisburg hat heute das Konzept zur Warnung und Information der Bevölkerung im Gefahrenfall überprüft. Dies geschah mit einem stadtweiten Probealarm des Sirenensystems im Rahmen des bundesweiten Warntags. Die geplante Auslösung der Sirenensignale funktionierte grundsätzlich wie erwartet. 3 Sirenen waren aufgrund von Wartungsmaßnahmen nicht aktiv und 5 weitere haben nicht ausgelöst. Die Warn-App Nina und die Funktion des Cell Broadcasts wurde ebenfalls bundesweit pünktlich ausgelöst. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft DVG hat wieder ihre Kontrollen gegen das Fahren ohne Ticket verstärkt. Gemeinsam mit der Polizei Duisburg führte die DVG heute wieder Schwerpunktkontrollen durch. An der Haltestelle Steinsche Gasse wurden insgesamt 10.753 Fahrgäste überprüft. Davon hatten 220 kein gültiges Ticket. Wiederholte Schwarzfahrer erhalten eine Strafanzeige und das erhöhte Beförderungsentgelt von 60 Euro entlastet nicht. Auch die Polizei betont, dass Fahren ohne Ticket kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat ist. Das Stadtfenster an der Steinschen Gasse wird am Samstag, den 21. September, wieder zum kreativen Zentrum. Der 9. Duisburger Maker Day lädt von 11 bis 15 Uhr zum Entdecken, Staunen und Mitmachen ein. Die Veranstaltung bietet ein vielfältiges Programm für alle Altersgruppen mit innovativen Projekten. Das Co-Creation Lab der Universität Duisburg-Essen ist erneut zu Gast und bietet Workshops an. Der Eintritt ist frei, für Workshops wird um Anmeldung gebeten unter www.duisburg.de/makerday. Der 22. Duisburger Lichterlauf findet am kommenden Samstag ab 18 Uhr im Sportpark Wedau statt. Jörg Bunert, der Begründer des Laufs, könnte zum ersten Mal selbst an der Startlinie stehen. Um 18.30 Uhr können die 5000 Meter und um 20 Uhr der 10 Kilometer Hauptlauf gelaufen werden. Nachmeldungen sind bis kurz vor dem Start möglich, online bis Freitag Mitternacht oder vor Ort im Meldebüro. Die Teilnahmegebühr beträgt 19 Euro. Der Erlös unterstützt die Beleuchtung der Regattastrecke.